Hallo. Hallo. Guten Tag, mein Name ist Tom, Apothekenservice. Spreche mit Herr Doppelotter. Ja, der ist am Telefon. Guten Tag. Es ist schön, dass ich Sie gleich dran habe. Ja. Es geht heute um zwei kurze Fragen an Sie zur Apothekenqualität in Ihrer Umgebung. Dann bin ich gleich weg. Zu was bitte? Gibt es genügend? Ich habe Sie nicht verstanden. Kein Problem. Ja. Es geht heute um zwei kurze Fragen. Ja. Ja. Zur Apothekenqualität in Ihrer Umgebung und dann bin ich weg. Ja. Gibt es genügend Apotheken in Ihrer Umgebung? Apotheken? Ja, genau. Also ich würde fast schon sagen, das sind ein paar sehr viele hier. Also man kann immer gucken, wo ist das Viagra gerade am günstigsten, und dann kann man da hingehen, weil die unterbieten sich ja immer mit den Preisen, seit die dieses, das gab ja dieses Urteil, dass sie keine Geschenke mehr geben dürfen. Und darum unterbieten die sich jetzt mit den Preisen wie die Schmerschweinchen, ne? Ja, Preise sind nicht sehr günstig, ja? Ja, ja. Und die unterbieten sich dann halt immer. Also ich habe das Problem, weil sie die Otter-Apotheke, die hat halt, sag ich mal, sehr gute Qualität. Aber das kostet halt auch. Und wenn ich ja, dann... Kostet, ich, ja. Ja, und dann gibt's halt auch da, das ist so ein Inder, bei dem ist das alles viel günstiger. Aber ich glaube auch, der verkauft eher Backpulver als alles andere. Aha, das kann ich gut verstehen. Ja. Und Herr Doppelotter, wenn Sie eine Apotheke benutzen, sind Sie zufrieden mit Bedienung, Beratung, Medikamenten? Also, das, wenn Sie schon so fragen, also in der Otter-Apotheke, ne, also falls Sie das aufschreiben wollen, da gibt's ja den Herrn Ottgar Otter, das ist ja scheinbar der Anführer bei denen. Und sag ich mal, der nimmt sich immer Zeit, wenn ich da hinkomme und sag ich mal, ich habe 7 Sachen auf ein Rezept, der kann zu allem was erzählen, nicht wahr? Der fragt dann, können Sie schlecht schlafen? Beim anderen fragt, na, steht der Schlagbaum nicht mehr so wie früher? Und wenn ich in eine andere Apotheke gehe, ne, die gucken einem immer nur an und bringen einem das, aber der redet halt auch mit einem, ne? Aha. Und gerade wenn man schon ein bisschen älter ist und den Menschen eigentlich immer nur auf die Nerven geht, dann ist man froh, wenn einem da mal einer auch zuhört. Ja. Das kann ich gut verstehen. Ja. Und Herr Doppelotter, meine letzte Frage zum Schluss. Haben Sie hin und wieder Gelenk- und Rückenschmerzen? Ja, in einer Tour, nicht wahr? Also ich habe jetzt gerade, das ist eine ganz lustige Geschichte, weil da haben wir, ja im Prinzip, wir hatten Füchse im Garten, ne, 3 Stück. So von der Farbgebung und der Fellfarbe her, würde ich drauf schließen, dass das 2 sind Weibchen und 1 muss demzufolge, also so folgerichtig, wenn man mal die Kausalitäten zusammenhänge. Es muss ein Männchen gewesen sein. Und die haben mir die Tulpenzwiebeln ausgegraben. Und dann bin ich ja mit der Schaufel halt raus, weil ich wollte die wieder eingraben. Aber dann bin ich gestürzt. Und jetzt habe ich mir wohl so einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule zugezogen. Und jetzt laufe ich gerade rum, wie so eine Katze beim Tierarzt, mit so einer Halskrause im Prinzip. Aha. Und das ist halt, sag ich mal, ziemlich schmerzhaft. Und ansonsten bin ich früher halt auch ein Abenteurer gewesen, bis ich halt mal einen Pfeil ins Knie bekommen habe. Und seitdem ist damit halt auch nicht mehr. Da bin ich jetzt eher so der Fernsehtourist geworden. Aber das ist ja auch wieder anstrengend für den Rücken, nicht wahr? Ja, genau. Ja, haben Sie das Problem auch? Ja, ich bin jung, aber ich habe Probleme manchmal mit Rücken oder meinen Gelenken, ja genau. Ja, haben Sie auch das Problem, dass der Schlagbaum nicht mehr so steht wie früher? Nee. Wenn ich etwas sehr schlechte Arbeiten draußen, dann habe ich Probleme mit meinem Rücken oder mit meinem Gelenken oder Armen und... Ja, die Frauen werden ja auch immer fordern, dann, wenn das dann draußen da zur Sache geht, das kann ich schon verstehen, dass sie da Probleme haben. Also ja, ich wohne in einem Haus... Ja, wirklich. Ich wohne in ja, genau. Und ich habe etwas zu tun, jeden Tag, ich habe etwas zu tun in draußen und dann bekomme ich Rückenschmerzen und meine Arme tut weh sehr. Ja, wo haben Sie schon immer in einem Haus gewohnt? Ich wohne in einem Haus mit meinen Eltern. Mit was bitte? Mit Laterne? Mit meinen Eltern. Ach so. Ja, weil ich habe eine Zeit lang im Wald gelebt, da hatte ich so ein Zelt gehabt. Aha.
Ich wohne in meinem Haus mit meinen Eltern. Herr Doppelotter, vielen Dank, weil Sie mitgemacht haben mit uns. Jetzt erhalten Sie von uns alles Dankeschön, weil Sie mitgemacht haben. Eine Monatspackung Hirschberger Gelenkformer Plus aus der Apotheke zum Kennenlernen. Mit Hirschberger Gelenkformer Plus fördern Sie die Bildung von Knorpelgewebe und Gelenkschmiere. Was ich muss Ihnen sagen, Herr Doppelotter, es ist ein reines Naturheilmittel, ohne Chemie und ohne chemische Bestandteile. Es ist gar kein Medikament und nicht ein Schmerzmittel, sondern ein Naturheilmittel. Die Packung reicht genau einen Monat. In jeder Apotheke kostet von 40 bis 50 Euro. Aber für Sie heute, weil Sie mitgemacht haben, wenn Sie möchten, nur 19,90 Euro zum Kennenlernen. Foto und Verpackung schenken wir Ihnen sogar. Sie nehmen eine Kapsel pro Tag. Jeden Tag einen Monat, weil Sie möchten das erstmal in Ruhe zu Hause diese Produkte testen für einen Monat und Sie werden absolut begeistert sein. Aber alle Informationen über unseren Lieferservice-Firma und diese Produkte werden Sie noch einmal schriftlich erhalten. Können Sie das nochmal wiederholen? Meine Frau kam gerade rein und hat wegen dem Gulasch gefragt. Ich habe jetzt nur die Hälfte verstanden. Aha, okay. Kann ich noch einmal anrufen, Sie, oder? Nein, nein, das ist hat sich ja erledigt. Die hat ja nur gefragt, ob das auf 7 oder 900 Grad gebraten werden soll. Aber ich habe jetzt nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Aha, tut mir leid. Ja, okay, ich kann noch einmal sagen, kein Problem. Ja, bitte. Ich habe nur irgendwas mit Hirschhornsalz verstanden. Ja, das haben wir früher in die Schrotflinten reingepackt, wenn wir die Spatzen gejagt haben. Ich habe Ihnen gesagt, jetzt erhalten Sie von uns als Dankeschön, weil Sie mitgemacht haben, eine Monatspackung Hirschberger Gelenkformer Plus aus der Apotheke zu kennenlernen. Mit Hirschberger Gelenkformer Plus fördern Sie die Bildung von Knorpelgewebe und Gelenkschmiere. Ich habe Ihnen gesagt, es ist ein reines Naturheilmittel ohne Chemie und ohne chemische Bestandteile und das ist nun mal in der Schweiz. Es ist ein reines Naturheilmittel und Schweizer Produkt. Von die den Packung Schweizern? Von der Schweiz, genau. Oh, das ist toll. Ich habe mal 3 Jahre in der Schweiz gewohnt. Wirklich? Ja, in Zürich. Soll ich Ihnen mal was... Ich habe auch gelernt zu reden wie die Schweizer. Wollen Sie das mal hören? Ich wohne in der Schweiz, genau. Ja, Sie wohnen in der Schweiz. Woher kommen Sie denn? Ja, unsere Firma ist... Wir sind von der Bonusfeld Hello You AG, von der Bonafé AG. Unsere Firma liegt in der Schweiz, ganz in der Nähe vom Bodensee. Ach, das ist ja großartig, aber der Bodensee liegt in Baden-Württemberg. Da müssen Sie sicherlich etwas verwechselt haben. Nein, ich bin vor der Schweiz. Ja, aber haben die Schweizer den Bodensee jetzt gekauft mit ihren ganzen Naturreservaten? Das ist ja ungeheuerlich. Das ist ja ungeheuerlich. Da haben wir die Baden-Württemberger endlich mal mit unserem renitenten Alphornblasen in die Flucht geschlagen und ihre Ländereien genommen. Das ist ja wirklich, ich bin begeistert, dass wir das endlich geschafft haben. Vielen Dank. Herr Doppelotter, ich habe Ihnen gesagt, das ist ein reines Naturheilmittel ohne chemische Bestandteile. Das ist das ganz Wichtigste. Ohne was bitte? Ohne chemische Bestandteile. Ja, da kann das doch gar nicht helfen. Also da muss doch Aspartam drin sein und Zyklon F. Hirschberger hilft, weil es ist reines Naturheilmittel mit Glucosamin, Vitamin E und Hyaluronsäure. Es hat gar keine chemischen Bestandteile. Und das ist besonders gut, bevor die Schmerzen auftreten. Haben Sie mich gerade Hirsch genannt? Ja, Hirschberger. Nee, Doppelotter ist mein Name, nicht Hirschberger. Das ist der Nachbar. Ich habe Ihnen gesagt, dieses Produkt ist Hirschberger Gelenkformer Plus, das ist der Name von diesem Produkt. Nee, mein Name ist Doppelotter, wie zwei Otter zusammen. Ja. Und ob Sie die miteinander oder aufeinander packen, ist dabei egal, aber Doppelotter bitte. Da lege ich drauf. Herr Hans Doppelotter, das kann ich gut verstehen. Bei mir steht Ihr Name und Nachname, aber ich habe Ihnen gesagt. Aber warum haben Sie mich dann Hirsch genannt? Das ist ja nicht sehr froh. Nee. Ich habe Ihnen gesagt, Sie bekommen Hirschberger Gelenkformer Plus. Das sind Kapseln. Ja. Und das ist das Produkt, sag ich mal, so ein Zäpfchen? Das sind Kapseln. Ja, so zum Einführen, ja? Ja, genau. Oh, das ist gut. Sie nehmen eine, wir haben das Sie nehmen immer eine, mit, ich habe das bei meiner Frau sonst immer mit dem Nikola probiert, aber das letzte Mal ist das da zum Darmriss gekommen. Da sagte der Arzt, das wäre nicht die geeignete Darreichungsform gewesen. Aber ich habe gedacht, wenn die schon so achteckig sind, dann muss das ja gut flutschen.
Oh, Sie nehmen alle Kapseln jeden Tag. Sie nehmen alle Kapseln pro Tag. Eine Kapsel, ein Tag. Alle Aber ich aufs Mal? habe. Sie nehmen eine Kapsel jeden Tag. Nur eine. Ja, und dann halt einführen, ja? Ja, genau. Gut. Und Und Sie was nehmen alle passiert Kapseln. dann? Ist das für Schlafen? Mit Hirschberger Gelenkformer Plus fördern Sie die Bildung von Knorpelgewebe, Gelenkschmiere. Es ist besonders gut, bevor die Schmerzen in der Armen oder Rücken auftreten. Ja, auch im Schlagbaum, ja? Ja, genau. Ja, weil da habe ich ja immer die besonderen Probleme. Sie haben keine Probleme. Ja, doch, das tut ja weh. Ah, Sie haben, oder? Und Hirschberger Gelenkformer Plus wirklich hilft, weil es ist ein reines Naturheilmittel. Wir haben sehr, sehr viele Kunden, weil sie immer weiter bestellen, weil Gelenkformer Plus hat keine chemischen Bestandteile. Ganz Wichtigste ist, wenn Sie eine andere Medikamente nehmen, dann können Sie natürlich, wenn Sie mit andere Medikamente nehmen, dann können Sie Gelenkformer Plus mitnehmen. Es ist gar kein Problem. Wenn Sie Ibuprofen oder andere Medikamente nehmen, können Sie gleichzeitig Gelenkformer Plus mitnehmen. Okay? Ja, weil ich habe ja im Prinzip, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, vegetative Dysponie. Vielleicht ist das ja so eine Kontraindikation. Aha. Okay. Können Kein Sie das Problem. Dann. nachschauen? Ja, genau. Dann hilft Ihnen das nicht. Kein Problem. Was hilft mir nicht? Hirschberger Gelenkformer Plus, wenn Sie das haben. Warum, was heißt das denn? Ich habe Ihnen gesagt, dass Hirschberger Gelenkformer Plus hilft Ihnen nicht mehr, wenn Sie etwas sehr große Probleme haben Ja, das ist mit ja, Ihrer. sagen wir, die vegetative Wenn Sie Dysponie. Aha, das sind chronische Probleme, oder? Ja, das ist tagesformabhängig, deswegen ja die Dysponie, nicht wahr? Aha. Also es gibt Tage, da steht Tut der mir Wille leid. 1 und dann gibt es Tage, da könnte ich meine Frau verfluchen, wenn die dann wieder Jeden mit Tag. der Leiter ankommt und sagt, jetzt, wir müssen jetzt mal loslegen. Da denke ich auch nicht, ich habe heute keine Lust. Können Sie das Okay, kein Problem. nachvollziehen? Oder Ja, natürlich. nachvollziehen, um genau zu sein? Herr Doppelotte, Ja. dann sende ich Ihnen keine. Ist das Ihr Problem? Dann sende ich Ihnen keine Probepackung, Ja, okay? können Sie mir denn das neue Medizini schicken? Das hatten die bei der Apotheke jetzt nicht da und ich mag die Malbilder so gerne. Leider, wir haben heute nur Gelenkformer plus Hirschwager. Hirschwager, wir haben nur heute für dieses Angebot von uns. Hirschzwerge? Ich dachte immer, die sind recht groß. Oder ist das sowas wie ein Zwergotter? Hirschwager, Gelenkformer plus. Das sind Ja, das Kapseln. haben Sie jetzt schon mehrfach gesagt. Das hilft mir aber nicht weiter. Ja, Ist da deswegen habe ich Ihnen. Epinephrin drin? Wie bitte? Epinephrin, Mann, ob da Epinephrin drin ist. Was ist das? Ja, das ist ja im Prinzip künstliches Adrenalin. Aha, Adrenalin. Ja, ist das da drinnen bei den Hirschzwergen? Aha. Okay, Herr Doppelotte, dann sende ich Ihnen keine. Machen Sie sich keine Sorge. Aber wir haben noch etwas, aber kostenfrei. Es ist eine Zeitschrift. Ihre Wahl komplett gratis nach Hause zum Lesen. Es ist Katze? Geschenk für Ihre Zeitschrift. Nicht Ja, Katzen, Perser Zeitschrift. oder Zeit. Kartäuser? Nee, wir haben Zeitschriften Brigitte, die Aktuelle, Autobild, Sportbild, der Spiegel. Das sind heute kostenlose Zeitschrift. Zeitschrift ist geschenkt, weil Sie mitgemacht haben für Ihre Zeit, weil Ihre Zeit ist nicht umsonst. Ja, das sagt meine Frau auch immer. Die wollte mich ja schon öfter mal nach St. Georg schicken, aber das funktioniert ja halt auch nicht mehr so, dass ich das beruflich machen könnte, nicht wahr? Lesen Sie die Zeitschrift, oder? Ja, ich habe eine sehr gute Lesebrille. Welche lesen Sie Das gerne? ist früher, Welche ist es kann mal, es war im Prinzip mal eine Klobrille, aber dann habe ich das umgebaut. Und welche Zeitschrift möchten Sie jetzt gratis lesen? Wir haben Autobild, Essen? Sportbild, Autobild, Ja, Sportbild, Aktuelle haben Sie der Maulwurf am Morgen? wie bitte? Der Was haben Sie? Maulwurf am Morgen. Nee, ich habe keine diese. Ich habe nur Autobild, Sportbild, Aktuelle und Spiegel heute. Ja, ich habe auch keinen Maulwurf am Morgen mehr. Früher stand der immer und jetzt ist er halt in seiner Höhle eingegraben. Und das Spiegel haben Sie, ja, da kann ich meiner Frau den Spiegel vorhalten.
Kein Problem. Ich kann Ihnen senden, der Spiegel. Kein Problem. Also die, Möchten Sie denn? Was kostet das? Gar nichts. Nicht? Nichts, ja genau. Das ist gut. Als Geschenk sozusagen. Ja genau, weil Sie mitgemacht haben. Ja. Sie lesen die ausgewählte Zeitschrift ganze 6 Wochen komplett gratis. Ohne Zahlen. Ohne Zähne? Ja, ohne Cent zum Zahlen. Also die muss ich dann rausnehmen vorher, sagen Sie, ja? Also die Prothese. Sie lesen die ausgewählte Zeitschrift 6 Wochen völlig gratis. Und wenn Sie eine andere Zeitschrift lesen, diese von uns nicht mehr beziehen möchten, dann geben Sie uns 2 Wochen vor Blau Bescheid. Aber alles, was Sie besprochen haben, werden Sie noch einmal schriftlich erhalten. Also damit doch ein Ihnen Abo. Also muss ich das kündigen, ja? Dann müssen Sie geben uns 2 Wochen vor Blau Bescheid geben. Ja, dann sage ich Ihnen jetzt gleich Bescheid. Sie können mir das schicken, aber ich will das dann nicht mehr haben. Nach 6 Wochen, ja? Nee. Okay. Ah, Sie möchten nur 6 Wochen und dann weg, ja? Ja, natürlich. Okay, kein Problem. Das können wir machen, kein Problem. Können Sie das da reinschreiben? Dann können Sie selbst entscheiden, ob und wie es weitergeht, nach 6 Wochen vor Ablauf. Ja. Ziegen? Ich habe Ihnen gesagt, das können Sie selbst entscheiden, ob und wie es weitergeht, nach diesen 6 Wochen. Nee, das will ich ja nicht haben. Habe ich Ihnen ja gerade schon gesagt. Aha, okay, kein Problem. Herr Duppelotto, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank für dieses sehr schöne Gespräch. Alles Gute wünsche ich Ihnen und immer beste Gesundheit. Ja, und ich wünsche Ihnen, dass Ihr Schlagbaum immer fleißig funktioniert. Danke, tschüss. Wiederhören.